Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Oh mein Gott, ich habe schon wieder so viele Proben angesammelt. Ich weiß nicht, aus Boxen, wo ich einkaufen war. Ja, dann habe ich auch was gewonnen, da waren viele Proben dabei. Ja, von der Apotheke habe ich was bekommen. So viel. Und ich möchte gleich noch sagen, am Ende des Videos wird es eine Verlosung geben. Für alle, die mich regelmäßig verfolgen, die wissen, ich habe das jetzt schon in vielen Videos gesagt. Ich möchte hier einfach Platz schaffen. Ich brauche den Platz und möchte so gut wie es geht alles reduzieren, aufbrauchen, so gut wie es geht. Ich bin da jetzt richtig motiviert. Ich brauche den Platz und genau, deswegen wird auch meine Schublade mit den ganzen Verlosungssachen aufgelöst. Und alles, was da jetzt gelagert war, habe ich in Kisten verpackt, dass es ungefähr immer gleich ist von dem, was man gewinnen kann. Dass der Wert in etwa gleich ist, dass nicht einer 3 Paletten hat und der andere 5 Pinsel. So in etwa. Und immer sobald ich eine neue Box voll habe mit Produkten, die ich gesammelt habe, wird wieder verlost, weil ich das hier einfach nicht mehr ansammeln möchte, weil ich den Platz gebrauchen kann. Und deswegen wird jetzt alles verlost. Also es geht richtig ab hier mit Verlosungen. Und was das ist, das zeige ich euch noch am Ende. Bei ein paar Videos habe ich Sneak Peeks gezeigt. Ich weiß selbst gar nicht mehr, was in den Boxen ist, weil ich das halt alles schon fertig gepackt habe und immer einfach eine Kiste wegnehmen vom Stapel. Und ja, fangen wir an. Ich habe als neue Probe von Barbour aus der Apotheke bekommen, das hier. Sieht interessant aus. Skinovage. Und sie meinte, das soll die Haut ein bisschen beruhigen. Ja, das sind 3 Pröbchen drin. Die sehen so aus. Finde ich interessant. Werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Klingt gut. Barbour ist eine gute Marke. Und habe ich mich sehr drüber gefreut. Dann hatte ich in der My Little Box was drin. Und zwar das hier. Das ist eine Feuchtigkeitscreme für trockene Haut. Also gegen trockene Haut. Von CeraVe. Dann habe ich Parfüm bekommen. Ich dachte, das wäre eine Augencreme. Passt auf, weil das so aussieht. Und das habe ich bei Douglas bekommen. Habe ich halt angeklickt, weil ich dachte, das wäre eine Augencreme. Aber es ist ein Parfüm. Ja, wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Habe ich aber nicht gemacht. Und ja, ist einfach nur so ein, ja, so ein Stoffstreifen oder wie heißt das? Ne? So ein, ja, wo man sich dann einfach hier so ein bisschen auftupft und gut ist. Also das ist schnell aufgebraucht. Dann More Paris von Douglas bekommen. Und das habe ich nicht bestellt. Ja. Also ich habe das nicht angeklickt. Aber dafür hat was anderes gefehlt in der Bestellung. Was ich, da muss ich nochmal nachhaken. Das haben die mir noch nicht zugeschickt, weil ein Teil meiner Bestellung hat gefehlt und ich hatte eine Probe dann drin. Ja. Ja, werde ich ausprobieren. Ja. Dann aus einer Box bekommen von Lancôme diese Mascara. Und die habe ich schon da. Deswegen werde ich die auf die Seite legen. Die wird verlost. Und genauso wie von Bare Minerals diese Foundation mit kleinem Pinsel mit dabei. Die habe ich auch schon da und die verlose ich dann auch. Ja, also ihr seht schon, so füllen sich wieder die neuen Boxen und deswegen möchte ich das nicht mehr so lange ansammeln. Das kommt dann auch schon wieder in die nächste Box, weil ich habe schon wieder, wieder angesammelt, ja. Dann habe ich noch eine Probe hier von Sephora von einer Maske. Werde ich mir auch auf die Seite legen für mein Maskenvideo.
Dann eine Foundation-Probe von L'Oreal. Perfect Match. Die Foundation habe ich aber da. Dann habe ich von Ocean Well Proben gehabt in bei einem Gewinn. Ich habe gewonnen und da war ziemlich viel mit dabei. Ich habe auch auf Instagram Teil davon verlost, weil ich habe ziemlich viel bekommen und ich wollte dann meinen Gewinn gerne teilen, dass ich noch jemand anderes freuen kann, weil ich auch einfach genug da habe und dass jemand anderes, der vielleicht nicht so viel hat wie ich und halt eben auch die Möglichkeit hat. Da habe ich eine Creme dabei gehabt, dann ein Öl und ein Cleanser und eine Lotion und dann noch eine Feuchtigkeitscreme. Alles von Ocean Well werde ich sehr gerne austesten, weil von der Marke habe ich noch nie was ausprobiert. Dann habe ich eine Deo-Creme, zweimal, von Ponyhütchen. Die hatte ich dreimal, habe ich aber einmal schon weitergegeben. Finde ich interessant, weil ich mag sowas eigentlich sehr gerne. Ich habe auch eine Deo-Creme da, aber die mag ich nicht so gerne. Und jetzt bin ich gespannt, ob die mir hier besser gefallen wird. Dann ein Parfüm von Boss. Und das finde ich schön. Das ist nämlich so eine kleine Mini-Flasche hier. Sieht super schön aus. So ein kleiner Flakon. Dann auch aus einer Box eine Foundation von Shiseido. Ein Parfum von Gucci Bloom. Das habe ich auch nicht angekreuzt. Das hatte ich einfach so irgendwo bei einer Bestellung mit dabei. Dann eine Foundation von Armani. Bin ich sehr gespannt drauf. Dann habe ich eine Bodylotion von Art Deco. Ich habe was gekauft von Art Deco und in der Verpackung war die Probe dann noch mit dabei. Ja, ihr seht schon, so kommt man zu Proben, obwohl man es gar nicht beabsichtigt. Dann von Shiseido ein Power Infusing Concentrate. Das habe ich schon ein paar Mal aufgebraucht, finde ich toll. Dann von Dr. Chart meine allerliebste Creme. Und wenn es die bei Douglas gibt, dann kreuze ich das immer an. Das finde ich so toll. Dann noch was von Barbour. In einem Zuschauerpaket hatte ich das. Und zwar ist das das. Das habe ich Cleansing High Oil Phyto Active Base. Und das habe ich auch in groß da. Und das sieht so aus. Und weil ich das auch in groß da habe, muss ich mal gucken, ob ich das vielleicht weitergebe. Aber ich habe es aus einem Zuschauerpaket. Deswegen werde ich es wahrscheinlich behalten, weil das macht man nicht. Und werde ich es aufbrauchen, seht ihr es im Aufgebraucht-Video. Dann eine Haarmaske und die finde ich so, so toll. Habe ich auch schon ein paar Mal aufgebraucht. Finde ich gut, dass ich es da habe. Gefällt mir. Es ist noch so viel. Dann von L'Oreal Sugar Scrub Peeling, auch schon mehrfach aufgebraucht. Finde ich toll. Und ich überlege gerade, ob ich versuchen soll, jeden Monat so viele Proben wie möglich sowieso aufzubrauchen und das dann einzeln notieren, dass ich so ein Probenprojekt über das ganze Jahr mache und euch jeden Monat dann sage, wie viele Proben ich aufgebraucht habe und wie viel ich hatte. Ich weiß nicht. Aber dann habe ich ja wieder ein Probenprojekt, weil es sind eben viele Sachen dabei, die ich jetzt super schnell mal benutzen kann, die dann weg sind. Ich überlege es mir noch. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr da eine Idee zu habt. Dann ein Serum, Kurkuma Serum von Clarins. Sieht super cool aus. Das finde ich mega interessant. Ja, das sind so zwei Kammern. Also das sieht cool aus. Finde ich sehr interessant. Biomaris Körpermilch. Weiß ich gar nicht, wo ich das her habe. Habe ich zweimal. Dann von Freiöl eine Creme. Und ihr seht vielleicht, ich habe von Freiöl ziemlich viel da. Ich liebe die Produkte. Ich habe die, glaube ich, so ziemlich die komplette Pflegeserie davon da. Und deswegen werde ich das wahrscheinlich weitergeben, dass das jemand anderes mal testen kann, weil die Sachen sind
alle wirklich Hammer. Dann habe ich, was ist das? Auch eine Körpercreme von Dr. Taffy. Ja, sieht interessant aus. Nivea Q10 Power Antifalten. Das sieht auch schön aus. Habe ich zugeschickt bekommen in so einem Briefumschlag. Dann von Ahava eine Crememaske. Super interessant, lege ich mir aber auch zur Seite, weil das zu den Masken dann kommt. Dann nochmal eine Foundation-Probe bekommen. Dann eine Parfümprobe von Zadig und Voltaire. Und das habe ich jetzt ein paar Mal da. Ich finde das Parfüm richtig gut. Dann von Elisabeth Arden White Tea. Das hier. Gefällt mir das? Ja, ich glaube, das gefällt mir. L'Occitane en Provence, eine Creme. Interessant, sieht schön aus. Dann habe ich von Mary Kay, wenn ihr das Unboxing dazu noch nicht gesehen habt, dann kann ich es euch nochmal verlinken, aus einer richtig, richtig coolen Box. Diesen Pflegestreifen hier finde ich hammergut. Probiere ich super gerne aus. Und dann noch von Mary Kay eine Nachtcreme, richtig geile Probe und die ist auch mega groß. 11 Gramm sind da drin und die ist super teuer. Hammer, die ist echt schön. Dann auch von Mary Kay eine Handcreme, mega cool. Und bei Handcreme bin ich ja ein bisschen pingelig, deswegen werde ich die auch weitergeben, aber an meine Mutter denke ich, ich werde sie mal fragen, ob sie Interesse hat und ja, andernfalls werde ich das auch verlosen. Dann habe ich von Biotherm ein Micellenwasser da. Ach, das sind alles so Sachen, wo ich mir denke, das hast du schnell aufgebraucht. Aber ich will ja auch die großen Sachen aufbrauchen. Ach, was meint ihr? Wie soll ich das machen? Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Nochmal eine Foundation von Shiseido und... was ist da passiert? Die ist, die habe ich erst neu bekommen und ich glaube, die ist schlecht, weil die sich super komisch abgesetzt hat. Die riecht so nach Schnaps, Leute. Was? Sie riecht wie Baileys. Ne, die ist nichts mehr. Ich habe die doch nochmal da. Ja. Was ist das denn für eine Farbnummer? Steht da auch nicht drauf. Ich werde jetzt mal die da öffnen und dran riechen, ob die auch nach Schnaps riecht. Ne, die ist gekippt. Ja, Leute, könnt ihr mal sehen, ne? Was man hier für Proben geschickt bekommt oder dabei hat oder in Boxen hat. Ja, weil ich habe ja erst so ein Video abgedreht mit neuen Proben und habe die Proben hier vielleicht 5-6 Wochen und ist schon gekippt. Ja, eine weniger. Schade. Sehr, sehr schade. Das riecht irgendwie. Irgendwie könnte ich es mir reinkippen. Sprechen wir nicht drüber. Dann eine Körperlotion von Lubana. Dann eine Creme von Trettl. Edelweiß. Creme aus der Juvenilist Box. Super interessant. Dann ein Make-up Remover von Clinique. Ist auch sowas, wo ich mir denke, das hast du eigentlich gleich leer, aber ja. Dann Aquasource Gel, eine Creme von Biotherm. Dann von Sisley Instant Perfect. Oh, da freue ich mich drauf. Ich glaube, ich hatte das schon mal und fand das super gut, aber das ist so teuer. Freue ich mich. Dann von Clinique Moisture Surge, diese hier. Die habe ich einmal schon komplett aufgebraucht. Die ist so, so toll. Oh, ich musste gerade super niesen.
Das habe ich hoffentlich rausgeschnitten. Dann von Yves Saint Laurent eine Foundation. Von Lancôme das hier. Und das hatte ich als Sachetprobe schon mal da und fand das so, so toll. Und ich freue mich. Ich freue mich darauf, wirklich extrem. Auch auf das hier von Estee Lauder Night Repair. Da bin ich schon lange scharf drauf, das zu testen. Ja, riecht nach nichts. Dann Rituals, eine Handcreme, Handbalm. Das mag ich aber gerne für auf die Arme, weil mir der Geruch so gut gefällt. Das werde ich mir auf die Arme schmieren. Ich rieche mal da dran an der Mary Kay. Vielleicht gefällt mir das auch vom Duft. Ist ohne Parfüm. Also ja, werde ich meine Mutter fragen. Dann von By Terry ein Puder. Bin ich sehr gespannt drauf. Und dann ist es nicht mehr viel. Oh mein Gott, Leute. Von Narciso Rodriguez. Das Parfüm hier mag ich persönlich nicht. Deswegen wird es aussortiert. Dann noch eine Probe von Yves Saint Laurent Foundation Probe. Dann ja, nochmal von diesem Parfüm hier. Das werde ich auch aussortieren und in Verlosungsboxen mit reinlegen, weil ich davon ja das hier habe und das habe ich ein paar Mal. Deswegen brauche ich das hier nicht auch noch. Dann habe ich von Yves Rocher ein Parfüm, auch so ein Tuch. Soll ich das behalten? Ich glaube, ich mache das auch in eine Box. Dann von Laura Biagiotti. Das werde ich auch in eine Box machen. Genauso wie Michael Kors. Das hier, weil ich habe genug. Und dann habe ich noch, fällt mir sogar schon runter, von Mixer zweimal von DM bekommen. Das ist ein Duschöl und ein Körperbalsam und das werde ich auch in Verlosungsboxen mit reinlegen. Genauso wie von L'Oréal Elvital dieses Balsam für die Haare. Weil die Kiste hier ist voll. Ich habe das von einer in die anderen Kiste gemacht. Und ich habe immer noch mehr als genug. Und bei den Sachen weiß ich einfach, dass das bei mir länger rumliegen wird oder dass ich es schon da habe. Und dann gebe ich es lieber gleich weiter. Das waren die 9 Proben. Unfassbar viel. Und jetzt kommen wir zur Verlosung. Und da habe ich mir diese Box hier zusammengesucht. Schauen wir mal, was da drin ist. Oh ja. Oh, sieht gut aus. Ja. Ja, da habe ich eine gute Box zusammengestellt. Oh mein Gott. Als erstes von meinen allerliebsten Duschgels, Duschsachen. Das hier, I Love Raspberry Ripple. Und da ist ein Duschgel mit drin. Dann eine super gute Body Butter. Die ist Hammer. Oh, die ist Hammer. Und ein Duschpuschel ist da mit drin. Dann ein Waschgel, ja, ein Reinigungsgel mit Kohle, Aktivkohle. Dann 2 Gesichtsmasken. Oh, ich finde die so cool, aber ich habe ja die nochmal da. Und deswegen dachte ich, gebe ich die jetzt einmal weg. Ich find das Sachet davon so schön. Ja. Dann ist noch mit drin von Batiste ein Trockenshampoo. Oha, das ist eine richtig geile Box. Und schaut unbedingt noch in die anderen Verlosungen rein, wenn die noch laufen. Ich glaube aber ja. Und es folgen auch noch weitere, weil ich habe noch viele Boxen hier stehen. Und die sind alle ungefähr gleich. Ja. Dann von Benefit Gimme Brow in der Farbe 3, also meine ungefähr. Dann aus einer Limited Edition ein Highlighter von Essence. Der ist so, so schön. Den habe ich mir als Backup damals geholt. Aber wie gesagt, brauche ich nicht. Ich habe meinen und der wird auch noch lange halten. Ich brauche kein Backup. Dann diese Maske hier von Isana.
und eine Lidschattenpalette von Essence. Die, das ist das Dupe zur Naked Teeth Palette. Und die habe ich damals zweimal gekauft, weil ich die eben gerne verlosen wollte. Und ja, dann lag sie jetzt wieder ewig hier rum. Und das möchte ich einfach nicht mehr, deswegen wird jetzt alles verlost. Und ich werde da höchstwahrscheinlich auch noch einen Pinsel mit reinlegen und von den Proben hier noch was mit reinlegen. Und was ihr dafür tun müsst, das steht alles in der Infobox. Schaut da unbedingt rein und ja. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.